Herzlich willkommen bei Duxon Photography. Wir waren im Park und haben ein paar Bilder gemacht mit der Canon 6D, die ich hier habe. Und ich wollte euch mal meine Einstellung zeigen, die ich so nutze. Wir waren mit dem Hund unterwegs. Wir haben dann noch ein paar Bilder von Anna gemacht. Und ich gehe einfach mal so durch. Das ist alles mit dem 135er an der Canon 6D. Und die Einstellung, die ich nutze mit dem 135er Objektiv, ist f2.0, sehr offenblendig. Ich fotografiere immer im manuellen Modus, mache alles per Hand. Faithful ist der Picture Style, bisschen auch abgeändert. Man sieht das hier, alles was grün-blau ist, habe ich nochmal verändert. Damit fotografiere ich eigentlich immer. Den Weißabgleich habe ich oft auf automatisch, also AWB. Dann mittleres Fokusfeld, One-Shot, Silent-Modus, das heißt, die Kamera ist sehr leise, wenn man fotografiert. Mehrfeldmessung ist eigentlich egal, was hier ist. RAW und JPEG. Und also wichtig ist eigentlich die Blende. Und an dem 135er 2.0, 1/200 kann ich noch gut aus der Hand fotografieren mit einer Hand. Ich bin jetzt hier bei ISO 6400, das ist sehr hoch. Das habe ich gestern gemacht, weil irgendwann die Sonne weg war. Aber eigentlich draußen kann man ISO 400, ISO 640 und dann die Belichtungszeit unter. Bei dem 135er könnte ich auch noch so fotografieren, bei 1/160. Ich würde aber nicht auf 1/80 gehen, weil die Belichtungszeit zu lang ist für das lange Objektiv. Also am besten 1/320 oder kürzer. Sowas zum Beispiel. Das wäre natürlich viel besser. Gerade wenn ich mit einer Hand fotografiere. Und das sind jetzt alles Bilder, die so entstanden sind. Ich hatte gerade den Weißabgleich auf Schatten, weil ich fand, die Bilder aus der Kamera sind schön, aber zu kalt. Zu blau. Ich wollte es mehr warm. Und man sieht den Unterschied, den ich hier jetzt gemacht habe. Wir sehen hier AWB, automatischer Weißabgleich. Und bei den nächsten Bildern, hier habe ich auf Schatten umgestellt. Und wenn wir uns die Bilder nochmal so angucken, das ist automatisch und das ist mit Schatten und hat eine viel stärkere Wärme. Das kann jetzt sein, dass das zu stark aussieht bei euch im Video. Das liegt aber daran, dass die Kamera, die gerade filmt, vom Weißabgleich dann ein bisschen anders ist. Die Bilder an sich schauen sehr schön aus, so von der Farbe. Und mit dem 135er ist es super für Oberkörperporträts, also so wie dieses Bild. Ich finde, die Bilder haben eine ganz tolle Intimität, also man ist wirklich konzentriert auf die Person, die da abgebildet ist. Man kriegt relativ wenig vom Umfeld drauf, sondern nur ansatzweise. Also man sieht hier, irgendwas ist im Hintergrund, das sieht aus wie Bäume, hier kommt irgendwie die Sonne durch. Aber man sieht jetzt, also man kriegt kein richtiges Weitwinkelbild hin, wo man den Ort richtig sieht. Ich wollte aber sowieso Anna fotografieren, ein paar Herbstbilder machen. Deswegen habe ich nur das 135er genommen. Und die Bilder an sich sind toll. Also wenn man die Bilder jetzt so anschaut, ich finde, man muss die nicht mehr bearbeiten. Man kann die Bilder so lassen. Und ich mache immer diese Einstellung. Also wichtig ist automatischer Weißabgleich, mittleres Fokusfeld, relativ offenblendig. Dann wähle ich einen ISO-Wert, zum Beispiel tagsüber 400. Wenn ich in Innenräume gehe oder in Kirchen, mache ich das sofort hoch auf 1600, 2000 und dann reguliere ich nur noch mit der Belichtungszeit. Eigentlich alles, was ich ändere beim Fotografieren, ist die Belichtungszeit. Alles andere bleibt gleich. Und ich gehe jetzt einfach mal durch. Es sind alle Bilder, die wir gemacht haben. Es ist keine Selektion. Es sind nicht nur die besten, sondern es sind alle. Und da sind auch immer Bilder bei, die nicht so schön sind, wo Anna noch gar nicht wusste, dass ich fotografiere. Und also die Einstellungen, die ich nutze, sind relativ simpel. Manueller Modus, ich wähle eine Blende, zum Beispiel 2.0, ein ISO-Wert, der zur Umgebung passt, zum Beispiel hier ist es jetzt schon ein bisschen dunkler, ISO 800 zum Beispiel, und dann korrigiere ich nur noch die Belichtungszeit. Also alles, worum ich mich kümmere beim Fotografieren, ist die Belichtungszeit, die ändere ich hier oben an dem Drehrad.
So, hier nochmal Umgang mit Licht. Dieses Bild zum Beispiel, finde ich, funktioniert nicht, weil Anna hat kein Licht im Gesicht und das Gesicht ist der wichtigste Moment. Wenn sie ein bisschen den Kopf hochnimmt, haben wir einen ganz tollen Lichteinfall und eine sehr schöne Atmosphäre. Anna hat sich hingesetzt, damit ich mit dem Objektiv auch mal den ganzen Körper drauf kriege. Das siehst du in Schuhgeschäften oft. Leute, die Fotos von den Leuten, die meisten setzen sich hin oder sind halb liegend, damit der Fotograf die Person ganz aufs Bild kriegt. Weil die ja auch oft mit einem 70-200er fotografiert wird oder 85er oder 135er oder 200er. Sowas kann auch mal ganz schön sein. Gar nicht die Person zu fotografieren, das Gesicht, sondern eine Stimmung einzufangen. Sie sitzt, sie schaut in die Ferne, sie denkt nach, Kopf auf den Arm gelegt und ein bisschen so am Relaxen. Und das sind jetzt die Bilder, die alle so entstanden sind. Also, ihr könnt ja hier das einmal angucken. F2.0, wo haben wir es? Hier oben. Ein ISO-Wert, der müsste relativ gleich sein bei allen Bildern. Hier, ISO ist immer 1250, weil das Licht ändert sich ja jetzt hier nicht. Das ist ja, die Bilder entstanden alle sehr schnell. Wir sehen das hier unten in der Zeit. 17 Uhr 48, also sagen wir mal hier 17 Uhr 49 und jetzt scrolle ich hier durch und ihr seht, es sind eigentlich nur Sekunden, die vergehen. Wir sind immer noch bei 17 Uhr 49. Das heißt, der ISO bleibt gleich, die Blende bleibt gleich. Ich ändere nur die Belichtungszeit, wenn überhaupt. 1/640, 1/400, 1/500, alles andere bleibt gleich. So kann ich mich beim Fotografieren auf das konzentrieren, was wichtig ist, und das ist die Person vor mir. Und ich muss überhaupt nichts mit der Kamera machen. Ich muss nicht mal aufs Display gucken, weil ich weiß, das Licht ist so und so hier, der ISO-Wert passt, die Blende. Egal, ich kann die Einstellung eigentlich die ganze Zeit so lassen, weil das Licht sich ja nicht ändert. So, wir haben den Hund wieder nach Hause gebracht und sind nochmal hingefahren. Jetzt ist es schon relativ dunkel. Wir sind hier jetzt schon bei ISO 2000 und ich bin bei 1/200 einer Sekunde. Also ich könnte auf 1/160 gehen, aber da ich mit einer Hand fotografiere, freihändig, ist das schon sehr risikoreich, weil das Bild dann verwackelt. Die Bilder sind jetzt kühler, die Sonne ist schon weg und ich bin hier wirklich hochgegangen mit dem ISO-Wert. Ich glaube hier sogar auf ISO 4000 schon. Also eine kleinere Kamera hätte hier schon gar nicht mehr mitmachen können. Ich glaube, hier sind wir sogar auf 6000. Also ISO 6400, das sind die letzten Bilder. 1/200, F2.0 die ganze Zeit. Man kriegt auch Bilder, wo der Fokus dann nicht immer hundertprozentig sitzt, aber es passt schon. Hier auch ganz interessant. Wir haben eine Lampe. Ich suche mal ein bestimmtes Bild raus. Ich schau mal eben. Oder, na gut. Ich brauche Licht an Annas Gesicht, deswegen nimmst du den Kopf ein bisschen hoch und die Lampe, man sieht hier die Laterne, oben ist eine Lampe, die belichtet jetzt Annas Gesicht, weil eigentlich wäre das schon alles dunkel. Wenn Anna jetzt zu mir gucken würde, wäre ihr Gesicht so dunkel wie der Hals. Und dann wäre alles schwarz. Aber wenn sie den Kopf hochnimmt, dann wird das Gesicht belichtet. Das ist Umgang mit Licht. Oben sehen wir die Lampe hier. Und ohne die Lampe wäre das alles viel zu dunkel. Dann nochmal mit Sonnenbrille. So ist es ohne Licht. Das geht mit der Sonnenbrille gut und so ist es mit Licht. Und das waren die Bilder, die wir jetzt gestern gemacht haben. Relativ schnell, relativ fix. Und ich wollte euch mal die Einstellung zeigen. Also ich wähle eine Blende. F2.0. Dann wähle ich einen ISO-Wert, zum Beispiel draußen, sagen wir mal ISO 400. Und ich korrigiere nur die Belichtungszeit. Relativ schnell. Beim Fotografieren mache ich das. Man sieht das nicht von außen, aber das mache ich beim Fotografieren. Automatischer Weißabgleich in der Regel, Faithful Picture Style. Ich fotografiere immer mit dem mittleren Fokusfeld, das funktioniert am besten. Dann bewege ich die Kamera leicht. Und das ist eigentlich das Wichtige. Und damit mache ich alle Bilder, egal ob Hochzeit oder was auch immer. Und vielleicht hilft es dir, auch schnell mit der Kamera schöne Bilder zu kreieren.
Das war's.